So, Frau von Hardenberg. Als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Machen Sie schon mal einen Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blutabnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Das ist doch nicht so schlimm. Oh doch. Erst der spitze und ziehende Einstichschmerz. Und dann, wenn das Blut in die Kanüle fließt, ein endloser, dumpfer Druckschmerz. Das halte ich einfach nicht aus. Sie wünschen eine Blutabnahme unter Narkose. Genau. Und ich habe mich doch schon erkundigt. Und danach lasse ich mich einfach mit dem Krankentransport nach Hause kutschieren. Schließlich war ich noch nie richtig krank und ich zahle Monat für Monat horrende Summen. So, jetzt aber mal Schluss hier, ja? Ach, Sie weigern sich also, mich zu behandeln? Das ist ja interessant. Sie werden von der Ärztekammer hören. Ziehen Sie sich schon mal warm an. Lisa, ich habe mich so angestrengt, das Geld von Papa zu bekommen. Was schlimm? Was meinst du mit schlimm? Nix. Lisa, ich brauch das Zeug, das weißt du. Bitte gib's mir. Ich bin darauf angewiesen. Nimm das Geld, du kannst jede Menge davon leisten. Ich will das Geld von Papa nicht.